Herzlich willkommen zu den unzensierten Nachrichten aus aller Welt. Heute mit dem Thema, was tötet die AIDS-Kranken? Dr. David Resnick bringt es auf den Punkt. Es gebe keinen Beweis in der gesamten wissenschaftlichen und medizinischen Literatur, dass AIDS übertragbar sei. Professor Peter Duisberg, ein Molekular- und Zellbiologe, betont zudem, dass der HIV-Virus keinen schädigenden Einfluss auf das Immunsystem habe, also auch kein AIDS erzeugen kann, was Chemie-Nobelpreisträger Chiare Mallis noch unterstreicht. Darüber hinaus gäbe es nicht einen einzigen Nachweis, dass der harmlose Retrovirus HIV übertragbar ist. HIV sei genauso wenig ansteckend wie AIDS. Bestens übertragbar hingegen sei die Angst vor der angeblichen Infektion durch HIV und vor der Unheilbarkeit von AIDS. Die Angst schwächt nicht nur Patienten durch niederdrückende Negativerwartung, sondern verleitet sie obendrein, antivirale Arzneimittel zu konsumieren, deren Nebenwirkungen sie dann tatsächlich töten. Ist das der hochgelobte Fortschritt der Medizin oder soll dies vor allem der Pharmaindustrie dienen? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich bei Klagemauer TV. 2011 erschien der Dokumentarfilm I Won't Go Quietly von der deutschen Filmemacherin Anne Sono. Der Film handelt von 6 Frauen mit der Diagnose HIV-positiv. Am Leben dieser Frauen wird aufgezeigt, wie eine solche Diagnose zustande kommt und wie die Frauen die angeblich tödliche Krankheit überwunden haben, indem sie nämlich die Medikamente absetzten. Durch ihre individuellen Geschichten wird die AIDS-Lüge schonungslos aufgedeckt. Es gibt weder ein krankmachendes noch ein tödliches HIV-Virus. Dafür gibt es sowohl krankmachende als auch tödliche AIDS-Diagnosen und AIDS-Medikamente, wie es in einigen Beipackzetteln auch als Nebenwirkung aufgeführt wird. AIDS ist ein Sammelsurium von verschiedenen Krankheiten, die es schon immer gab. Der Film dokumentiert, dass die wissenschaftlichen Dogmen der Schulmedizin in keiner Weise hinterfragt werden dürfen und spricht Folgendes aus, was nicht ausgesprochen werden darf. Menschen, die eigentlich dazu bestimmt sind, uns zu helfen, die Ärzte, Pharmazeuten und Regierungen, sind für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich. Woher nimmt sich dieses globale Machtgefüge der Schulmedizin, der Akademien und der WHO das Recht zu bestimmen, was sein darf und was nicht? Auch für die Medizin ist es nun an der Zeit, eine neue Ära einzuläuten. Der damalige Gesundheitsminister Horst Seehofer bestätigte den zu großen Druck der Pharmalobby gegenüber der Politik in einer Frontal 21-Sendung am 26. Juli 2006 im ZDF. Er äußerte sich zu dem Rückzug der Politik in bestimmten Entscheidungen wie folgt. Das ist so, seit 30 Jahren bis zur Stunde. Das sinnvolle strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft, im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind, wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Auf die Entrüstung der Journalistin, dass es doch nicht sein kann, dass die Industrie stärker ist wie die Politik, begegnete Seehofer ihr wie folgt. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft. Und zwar sehr wirksam. In einem zweiten Interview am 20. Mai 2010 in der ARD bestätigte Seehofer die Aussage mit anderen Worten. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt
Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Viel Geld. In Deutschland ist die Positivliste sowie dieser Entwurf 2003 immer wieder gescheitert. Warum? Das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer erfahren müssen. Heute gibt er erstmals zu. Der Druck der Pharmalobby war zu groß. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik, und Sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren, bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Seehofers Staatssekretär Baldur Wagner hat seinerzeit dem Chef des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie, Hans-Rüdiger Vogel, sogar ein geschreddertes Exemplar der Positivliste überreicht. Die Pharmalobby setzte sich durch mit massivem Druck. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Die Positivliste gescheitert. Zu teure oder nutzlose Medikamente müssen von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharmalobby so will. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Ja, was... Hier nochmal ein schönes Merkel-Zitat zur Abrundung. Politik ohne Angst, Politik mit Mut, das ist heute erneut gefragt. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Wörtlich sagte die Kanzlerin, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. In 1907, the AMA, American Medical Association, involved the Carnegie. 1907 beauftragte die American Medical Association die Carnegie Foundation, eine umfangreiche Studie über medizinische Bildung in den USA und Kanada zu unternehmen. Diese ist als der vierte Bericht der Carnegie Stiftung bekannt. Der Autor Abraham Flexner war ein ambitionierter Pädagoge, doch weder Arzt noch medizinischer Wissenschaftler. Sein Bruder Simon Flexner war allerdings angestellt beim Rockefeller-Institut für medizinische Forschung. Abraham Flexner wurde später Generaldirektor des philanthropischen Programms in der medizinischen Bildung. Andrew Carnegie wurde als der zweitreichste Mann in der Geschichte nach John D. Rockefeller betrachtet. Während Carnegie eine führende Rolle in der amerikanischen Stahlindustrie und Bildung spielte, beschäftigte sich Rockefeller mit der Ölindustrie und medizinischen Forschung. Die Flexner-Studie wurde 1910 veröffentlicht. Ihr Ziel war, die Qualität der medizinischen Dienstleistung durch die Einrichtung einer professionellen medizinischen Bildung, die auf allgemeinen gültigen wissenschaftlichen Prinzipien beruhte, zu erhöhen. Eine fragwürdige Wissenschaft. Die im 17. Jahrhundert auftauchende Theorie über den Materialismus erklärte, dass das Einzige, was existiert, aus der Materie käme und alle Phänomene, inklusive Bewusstsein, menschlicher Seele und Geist, das Resultat von materiellen Wechselwirkungen wäre. Mit anderen Worten, Materie ist das einzig Existierende. Der wissenschaftliche Materialismus wurde die philosophische Position am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die zentrale Behauptung lautete, dass nichts anderes existiert als materielle Dinge. Wenn eine Hypothese lange genug wiederholt wird, wird sie oft zu einem fundamentalen Maßstab, der als Wahrheit angenommen wird. Vor der Veröffentlichung des Flexner Reports wurde die alternative Medizin von doppelt so vielen Ärzten praktiziert wie die Schulmedizin. Das medizinische Wissen wurde damals nur in kleinen, privaten Schulen der USA gelehrt. Der Flexner Report veränderte alles. Von der Polizei
jedes amerikanischen Bundesstaats geschützt, wurden die medizinischen Fakultäten gezwungen, sich dieser neuen Richtung zu beugen, die von der Carnegie Foundation eingeführt und vorgeschrieben wurde. Es wurde behauptet, der menschliche Körper gehört dem animalischen Reich an. Er besteht aus Gewebe und Organen, wächst und pflanzt sich fort, verfällt nach den allgemeinen Gesetzen. Er unterliegt der Gefahr, von bösartigen physischen oder biologischen Kräften angegriffen zu werden. Von nun an wurden Kräuter, Homöopathie, Chiropraktik und Massage zu Quacksalberei degradiert. Kleinere medizinische Fakultäten wurden entweder geschlossen oder in Unis umgewandelt, die von der Industrie finanziert wurden. Innerhalb von 10 Jahren sank die Anzahl der medizinischen Fakultäten von 650 auf 50. Die Anzahl der Medizinstudenten von 7.500 auf 2.500, da sie nicht in der Lage waren, die hohen Unigebühren aufzubringen. Der Report beinhaltete eine detaillierte Anordnung der medizinischen Bildung und die Pharmakologie galt als die einzige Lösung gegen alle Leiden. Die heutige Konsequenz dieses Reports ist, keine medizinische Universität darf ohne die Erlaubnis der Regierung entstehen. Die medizinische Forschung ist total auf dem neuen Protokoll dieser Forschung von 1910 ausgerichtet, sprich Materialismus, Medikamente und Impfungen. Das Angebot der Ärzte wurde eingeschränkt, das Einkommen von Praktizierenden stieg enorm an und die medizinischen Fakultäten wurden zunehmend zentralisiert. Da der Flexner-Report sich weltweit etablierte, erhielt die WHO 1997 die volle Kontrolle über dessen Anerkennung. Und was war das Resultat dieser Reform in der medizinischen Ausbildung und Ausübung auf lange Sicht? Fast jede Nachricht in den Medien wurde davon beeinflusst. Gemäß dem Medical Report 2003, Todesfälle und Medizinsterben durch schulmedizinisches Versagen in den USA jährlich um die 800.000 Menschen. Dies entspricht 16.400% der Opferzahlen des 11. September oder 6 Jumbojet-Abstürzen pro Tag ein ganzes Jahr lang. Von den rund 800.000 Sterbefällen sind das Resultat von Medikamenteneinnahme. Die USA geben $282 Milliarden jährlich aus für Todesfälle, die durch medizinische Irrtümer oder durch ärztliche Behandlung ausgelöst wurden. Laut eines Berichts aus den USA von 1995 über Schadensfälle, die durch ärztliche Behandlung ausgelöst wurden, liegt die jährliche Todesrate bei Autounfällen bei 45.000. Auf der anderen Seite werden jährlich über 1 Million Menschen in Krankenhäusern geschädigt und 280.000 Menschen sterben daran. Die USA gaben in 2004 $1.4 Billionen, 15,5% des Bruttoinlandsprodukts für die Gesundheit aus. Mehr als ein Drittel davon erhält die Pharmaindustrie. Hier die Verkäufe in Milliarden Dollar der 20 größten Pharmakonzerne laut MedTrack.com. Laut der Seite AnswerMyHealthQuestion.info war Pfizer im Jahr 2001 die Nummer 1 der 500 profitabelsten Unternehmen. 2002 war der Gesamtumsatz der 10 erfolgreichsten Pharmakonzerne bei $36 Milliarden. Das ist mehr Gewinn als der weiteren 490 Firmen zusammengenommen. Nach 100 Jahren Wissenschaft und Ausgaben in Milliardenhöhe müssen wir uns die Frage stellen, was ist hier schiefgelaufen? Trotz der immensen Summen, die die Pharmaindustrie kassiert hat, gibt es mehr schreckliche Krankheiten und Kranke als je zuvor. Die Antworten kann man im Flexner Report finden. Eine Dokumentation, die es erlaubte, ein zentralisiertes medizinisches System zu erfinden, nur um eines zu erreichen: die totale Kontrolle.